Ich brauche Hilfe für meine Videos. Und ich brauche einen Kaffee. Ich bin so glücklich. Ich kann nicht mal die Kamera richtig einstellen. Hier ist mein Kopf. Hier. Bialetti, Kaffee. Stimmungsvolle Musik. Oh, jetzt habe ich mich wirklich verbrannt. Das gibt's doch nicht. Kaffee früh am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich möchte euch ein paar Kandidaten vorstellen für diesen Adventskalender. Kandidat Nummer 1, Herr Reit. Hallo, guten Tag. Ja, aha, Moment. Ich kenne Sie doch irgendwoher. Nein. Sie haben mich auch letztes Jahr aufgesperrt, sich über mich drüber lustig gemacht, einfach eigenständig irgendwelche Videos gedreht. Ich glaube, mit Ihnen kann ich nicht zusammenarbeiten. Herr, warum lasst du denn? Warum ist das ein Nachteil? Ja, und die meisten standen auf dich, aber ich stand nicht auf dich. Ja, die meisten ich stehen immer noch auf dich. Drama. Hab bitte dich hier. Bitte hier. Und Kandidat Nummer 2. Maus? Ja. Ja, ist ja ganz nett, aber eine Maus und eine Katze ergibt keinen Sinn. Nein, das mache ich nicht mit. Aber die starre Katze kommt noch nicht ins Haus. Aber die Katze ist nicht. Nein. Du kannst gleich wieder gehen. Das ist ja wie Tom und mit Sherry und Sherry und mit Tom. Bitte! Bitte! Also, Maus, es ist aus. Raus. Na gut, dann ist es halt aus. Kandidat Nummer 3. Hey. Oh. Na? Der sieht als nett aus. Ja, klar. Moment. Aber sie kenne ich auch irgendwoher. Ach was. Wir haben Fetti im Adventskalender 2016, 17, irgendwie in der Drehe. Belästigt am 1.12. Nein. Sie waren in seinem Bett. Sie waren in seinem Schrank. Ja. Und sie waren in der Dusche. Ja. Davon habe ich bis jetzt immer noch ein Traumata. Ach, habe ich nicht so. Traumata. Sie können auch gleich wieder gehen. Hä, warum? Ja, egal, ob Sie zaubern können. Bitte gehen Komm, Sie. Komm, Sie mal weg. Bitte gehen Sie. Ach, Junge. Kann doch nicht wahr sein. Der Nächste, bitte. Hallo. Also das sieht mir ein bisschen retro aus. Hä? Kannst du eigentlich irgendwas? Ja, na klar. Also ich kann Fährten lesen, ja. Ich kann Pilze essen, ja. Ich kann Pilze finden. Ja. Ich kann so einiges im Wald. Ich glaube, du hörst mir gar nicht zu. Ja. Ein Abenteuer ruft mich. Ich gehe einfach mal. Ja. Wie wär's denn dann mit einer Frau? Hallo. Einer schönen Frau. Ja, mich. Hallo. Hallo. Also ich mag Schminken, ich mag Kino. So schön, wie ich dachte. Was denn? Ich mag so viele Sachen. Ich mag ausgehen. Vielleicht sollst du wieder dahin gehen, wo du herkommst und dich waschen oder duschen oder kämmen oder schminken. Und ich könnte mir ja die Beine rasieren. Ja. Ja. Ja, okay. Mach ich mal. Das ist ja aussichtslos. Aussichtslos. Aber vielleicht kann ich mir selbst helfen. Hallo. Hallo. Ja. Das bin ja ich. Obwohl, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Hä, warum? Ich meine, wenn ich, wie ich aussehe. Ja? Nee, ist eigentlich. Nee. Das, dann kann ich mit mir nicht gut spielen. Dann, ach, das ach komm, ich bin gut. Schön. Da muss ich irgendwas ändern. Na gut. Nein, das. Nein, ich hör auf. Das muss ich alles ändern. Nein, nein. Du hast gesagt, ich muss was ändern. Also ändert sich was. Du wolltest es so. Komm, sieh mich an. Adamskostüm. Ha! Ach, du einfach. Tschüss, du Memme. Wir haben ja noch ein paar. Hallo. Oh, hallo. Wie geht's? Ja, ganz nett. Aber ich glaube, wir müssen einiges ändern. Also so wie du es bis jetzt gemacht hast, ist das nicht ganz okay. Also ich denke, mit der Organisation, der Planung, der Motivation, da hapert es ein bisschen. Ich glaube, du solltest mich sofort nehmen und du bist irgendwie fehl am Platz. Also ich glaube, wir sollten uns eher deiner entledigen. Und die anderen Kandidaten können wir auch vergessen. Ich mache mir einfach mal Schnips, dann bist du weg. Und jetzt können wir machen, was wir wollen. Ich würde sagen, Adventskalender 2019, jetzt kann es kommen. Dieses Jahr bin ich der Gegenpart. So, meine Freunde, jetzt will ich euch mal zeigen, was es für mich bedeutet, wenn ich hier diese ganzen Aufnahmen mache. Ich habe jetzt so einen Berg an Sachen, die ich jetzt alle aufräumen muss. Und das nur für diese paar Sekunden. Oh, naja, was tut man nicht alles für dich? Ich wollte euch sagen, aber dich ist persönlicher.